Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Moment, das sehen wir bestimmt gleich im Intro. Wir spielen Cyber Shadow, ein Spiel, das vor einer Woche ungefähr erschienen ist. Ende Januar ungefähr, ich glaube am 26. Existiert für PS4, PS5, Nintendo Switch und PC. Das hier ist die PC-Version, also die Steam-Version. Weil das mir jetzt einfach, es ist einfach aufzunehmen. Es ist von dem, was ich kenne nicht viel. Ich habe einen Trailer gesehen, habe mir gedacht, geil, es ist ein Ninja Gaiden-Klon. Weiß jetzt nicht, inwiefern, wie schwer das Spiel wird oder ob das einfach ist oder was es genau ist. Ich schätze, es ist einfach so ein Retro-Jump'n'Run. Also, es ist nicht von 1980, es ist von 2021. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich habe, wie gesagt, gar keine Ahnung, weder von Story. Ne? Ich habe jetzt gerade eine halbe Minute aufgenommen, um zu sehen, stimmt alles vom Lautstärkepegel her. Das sieht soweit alles gut aus. Aufnahme läuft. Ich bin froh. Und jetzt gucken wir mal. Spiel kostet 20 Euro auf allen Plattformen. Oh, das sah nach Tod aus. Oh, sind wir jetzt Robo-Ninja? Oh, deswegen Cyber Shadow. Okay, ich verstehe, wir sind Robo-Ninja. Shadow. Wie schön, dich im einsatzbereiten Zustand vorzufinden. Leider musst du dich später erholen, denn unsere Mission ist dringlicher denn je. Unsere Meisterin braucht dringend deine Hilfe. Vieles sei der Explosion geschehen, ich erkläre dir unterwegs alles. Mein Name ist Legion. Nebenbei bemerkt, Helfer deiner Meisterin. Okay. Ciao dann. Was machst du da? Was machst du da? Hör auf, mich voll zu chissen. Der Mangel an Essenz hat dich geschwächt. Lange wird dein Körper nicht mitmachen, Shadow. Du hast nur begrenzt Zeit. Und um die Sache noch schlimmer zu machen, haben wir sicher Dr. Brogan alarmiert. Wir sollten uns bewegen. Okay, Heal. Das scheint ein Safe-Punkt zu sein. Was haben wir hier? Stasiskammer deaktiviert. Okay. Stasiskammer Sicherheitsstatus kompromittiert. Okay. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Hier unten noch. Stasiskammer Logdatei. Spezimen Beta entlassen. Letzter erfasster Status Gesundheit kritisch. Essenzpegel 37%. Okay. Also so ganz viel sagt das Spiel bisher jetzt noch nicht, aber... Was ich auch noch gern spielen würde, wäre The Messenger. Das ist ja ein direkter Ninja Gaiden-Klon. Oh. Okay. Mega Man? I like. Kapitel 1, Geothermaltürme. Okay, ich kann gerade nichts machen, außer links, rechts und schlagen. Okay, I'm in. Ich bin gespannt. Der Soundtrack, though. Oh. Oh ja, das jammt, ey. Fett, Spiel hatte ich ja schon gelohnt. Das scheint wohl irgendeine Währung zu sein, die ich da einsammle. Ich habe 11 Punkte. Ich kann mich nicht ducken und schlagen. Das war hier. Das Spiel soll wohl sehr rasant werden. Das habe ich noch in einem Trailer gesehen. Das jammt richtig hart. Ich stehe ja auf die Spiele. Weißt du, wenn du damit groß wirst, so. Wenn deine erste Konsole ein NES war. Dann kennst du das nicht anders. Und Ninja Gaiden habe ich ja auch gespielt. Das hat mich halt sehr gefrustet. Oh, shit. Dr. Brogan hält unseren Clan gefangen und raubt ihm seine Macht. Wir haben es gerade noch so zu dir geschafft. Nur gut, dass die nicht schneller waren. Einer unserer vier Gefährten ist hier. Wird aber schnell schwächer. Bitte geh zu ihm. Okay, klar. Die Spiele brauchen nicht viel Story. Die brauchen einfach nur rasante Action und voll auf Fresse. Okay, was habe ich hier? Okay. Mein Schwert macht jetzt irgendwie Zusatz-Laser-Beams. Okay. Wir finden alles on the fly raus.
Es gab jetzt kein Tutorial. Ich habe mir nicht die Steuerung angeschaut. Ich bin einfach jetzt on the fly am Start. Wie gesagt, das ist komplett blind. Selten, dass sowas mal passiert, dass ich ein Spiel komplett blind aufnehme, aber gerade bei dem Spiel hatte ich jetzt Bock drauf und ich könnte mir bei The Messenger auch vorstellen, dass ich es blind spiele, wenn ich es mir mal hole. Oh shit. Okay, jetzt muss ich aufpassen hier. Das Leben, das wird, mein Power-Up ist auch weg. Oh shit, 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 shit. Da hatte ich ein Last Second Heal, ey. Ah, fuck. Aber der Soundtrack, der bamst, ey, rein. Okay, du startest wohl immer wieder an den Checkpoints. Leben hast du dann wohl keine. Muss jetzt nochmal drauf achten. Ist was resettet worden? Also habe ich Geld verloren zum Beispiel? Oder habe ich das behalten und kann dann durch Tode farmen unter anderem? Wäre auch so eine Art Balancing, falls du mal stirbst und irgendein Upgrade farmen musst oder so. Ich weiß ja nicht, inwiefern es hier irgendwie Upgrades zum Kaufen gibt oder Level-Ups oder ob du da lediglich nur Objekte wie bei Mega Man kaufen kannst in den späteren Teilen, die du dann benutzen kannst, um glücklicher zu werden. Was ist das? Was ist das? Okay, ich brauche 3 Teile davon und dann ist es wohl ein HP-Up oder sowas. Sah sehr nach HP-Up aus. Okay, es gibt wohl auch Secret Rooms und so ein Scheiß. Betreten. Safe. Oh, shit. Scheiß sammeln, weitergehen. Ah, okay, wir können also auch durch die Wände durchschlagen, also durch die Decke auch. Das heißt, wir sind nicht wirklich an Boundaries gebunden. Oh, shit. Knockback gibt's auch, aber der ist nicht so hart wie in Castlevania. Das ist schon mal beruhigend. Ja, das nehme ich mit. Jede Münze zählt, oder was auch immer ist. Essenzen? Keine Ahnung. Ich schätze, Essenz ist unser Leben. Okay, Speicherpunkt zeigt mir so nach oben. Das wäre jetzt auch die einzige Möglichkeit gewesen. Oh, was? Der Zerschmetterer. Ja, da ist der Name wohl Programm. Okay. Okay, okay, okay. War das das? Also war es das für die Stage oder? Okay, Full Heal. Oh, das war sogar ein Herzcontainer oder sowas. Das kann ich nicht aufmachen. Das kann ich auch nicht aufmachen. Da brauche ich irgendwas für, irgendein Upgrade. Das heißt, ich muss später nochmal in die Stages? Und das, obwohl es kein Metroidvania ist? Aber habe ich dann eine freie Stage-Wahl? Also wenn ich dann Stage 1 einmal beendet habe, dass ich jederzeit da wieder zurück kann? Oder ist es dann so, dass ich ein New Game Plus machen muss? So wie es dann wie in Bloodstained Curse of the Moon ist? Aber der Soundtrack ist fantastisch. Ich hoffe, ihr hört den gut. Wenn nicht, tut's mir leid. Dann kauft euch das Spiel selbst. Also zumindest sofern, also wenn euch sowas interessiert. Das ist ja immer so eine Sache, weil das ist ja jetzt halt schon stark Jump'n'Run, sehr an die alten Ninja Gaiden-Teile orientiert, muss man ja sagen. Boah, aber der Soundtrack, der, boah. Kann man den kaufen? Weil der geht direkt mit. Zack, rüber. Ach, Kacke. Kurz vorm Save Point auch noch. Fängt wieder gut an. Ah, jetzt habe ich wieder nicht geguckt, ob ich was verloren habe. Ah, wir starten hier wieder, aber der Zertrümmerer ist down. Ist der Schmetterer oder so? Wie auch immer der hieß.
Rum da. Da können wir noch nichts machen. Ja, es macht schon Spaß, also es ist schon sehr rasant. Ich bin mal gespannt, was die weiteren Stages noch bringen. So. Jetzt würde ich gerne. Kann ich zurück? Weil ich würde gerne schauen, ob das vielleicht so ein Upgrade ist, mit dem ich diese Wände da kaputt machen kann. Das Ding hat auch neben eine Anzeige. Okay, also da brauche ich was Bestimmtes. Also da. Vielleicht bekomme ich ja irgendwelche Power-Ups nach dem Level oder ich sammle ja auch irgendwas an. Also irgendeine Währung anscheinend. Also ich muss mir ja irgendwas kaufen können. Damit. Und wie gesagt, es kann ja durchaus sein, dass es Upgrades sind. Keine Ahnung. Ich schätze mal, die Anzeige, die wir daneben haben, links bei unserer Waffe ist, das sind die Hits, die wir haben, die wir frei haben, bis das Upgrade weg ist. Das heißt, je besser du spielst, dafür wirst du dann belohnt mit, ja, ist so, unter Innehmen ist gerade was weggegangen. Das heißt, je besser du spielst, desto, besser die Belohnung, weil du dann dementsprechend, das Upgrade behältst. Was dann wahrscheinlich mehr Schaden oder irgendwie sowas drückt. In dem Fall ist es, glaube ich, mehr Range. Zack, rüber, Save Point. Was haben wir hier so? Ah, da ist wieder so ein. Kann sich halt nicht ducken, ne? Nice. Oder ist es hier gar kein. Aber doch, es gibt mir Leben. Weil das andere hat auch so rot geleuchtet und hatte 3. Also, wenn ich davon 3 einsammle oder so, dass ich dann irgendwie King of the Hill bin. Und dann irgendwie wieder da weiter kann. Oder es gibt halt wirklich ein Health Upgrade. Wir werden alles rausfinden. Wie gesagt, das ist halt total blind. Wir lernen on the fly. Das Spiel erklärt auch nichts. Das mag ich ja relativ gern, wenn sowas ist. Oh shit. Das war knapp. Rein da. Die Stages sind schon sehr lang. Zumindest wirken sie so. Aber jetzt weiß ich halt auch nicht, wie viel es gibt, ne? Wenn es halt nur 5 gibt, dann ist halt die Länge in Ordnung. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie lange das Projekt geht. Ich schätze, es wird nicht sehr lang gehen. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Leute, die Fans von Ninja Gaiden sind oder auch von Mega Man, können hier beherzt zugreifen auf jeden Fall. Okay, hier kann man auch irgendwas machen, aber keiner weiß was. Okay. Oh, okay, das tut... Was? Wir laufen aus. Eine Frau. Oh. Nicht mehr so hot. Danke. Danke für den Heal. Du siehst nicht allzu gut aus, Shadow. Dein Zustand verschlechtert sich. Ich hoffe, du stabilisierst dich bald. Wir dürfen dich jetzt nicht verlieren. Unsere Meisterin braucht dich bei Kräften. Ist nur mal ein Heal? Ernsthaft? Wir alle brauchen dich bei Kräften. Ja. Dann gib mir halt nur mal ein Heal. Das? Shadow, so schwach wie eh und je. Wie bist du überhaupt am Leben geblieben? Nun, spielt keine Rolle. Ohne deine Kräfte vergehst du schon bald im Ethos. Oder vielleicht erwartet dich auch einfach nur das ewige Nichts. Okay, ich mash einfach drauf los. Was keine gute Idee ist, weil wir gleich verrecken.
Okay, drauf losmeschen ist keine gute Idee. Können wir irgendeinen Skill loslassen? Also am Anfang ein bisschen meschen, dann ein bisschen auf Distanz gehen. Patterns lernen. Fast wie in Souls. Hinten weg drüber springen, er kommt runter. Durchmarschieren. Bisschen zurückgehen. Er hat auch mehrere Lebensanzeigen. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Heldentat vollbracht, Ehrensache. Diesmal hattest du Glück. Ich wusste nie, was die Meisterin an dir findet. Doch Dr. Brogan wird sicher für dein bisschen Essenz noch Verwendung haben. Ich lasse dich am Leben fürs Erste. Lauf nur, kleiner Fuchs. Okay. Bist du einer unserer Freunde? Haben wir spielbare Charaktere? Unser Clan wurde überrannt. Ich bin schon zu schwach, doch für die anderen könnte noch Hoffnung bestehen. Vielleicht kann dir meine Macht helfen, auch wenn es nicht viel ist. Oh, okay, ich verstehe. Retter des Clans. Shuriken, hoch und angreifen. Okay. Okay, ich sehe die Upgrades. Ah, und das kostet mich SP. Und die fülle ich wieder am Speicherpunkt auf? Nein. Ach. Kapitel 10, letztes Kapitel. Okay, also es gibt hier... Oh, es gibt hier schon einiges zu tun. Und ich kann hier aber immer wieder zurück. Kann ich... Nochmal komplett raus. Ah, okay. Kann ich jetzt hier weiter? Und es geht weiter. Okay. Okay. I'm in. Es bockt. Es macht... Oh. Oh. Instant Kills. Ah. Ja, einfach mal ein bisschen in der Gegend rumgucken. Das hilft meistens schon. Okay, müssen wir immer noch rausfinden, was wir mit der Kohle machen können. Aber wir können nochmal in die einzelnen Level zurück. Und je nach Upgrade, das wir haben, können wir dann wahrscheinlich noch mehr freischalten, um Health-Ups und so weiter zu kriegen. Das heißt, das werden wir auch alles machen. Keine Ahnung, ob wir das Spiel 100%ig durchspielen werden. Hinten komme ich nur... Ah, warte, doch. Das ist ein SP-Tank. Das ist für SP. Hat es auch einen dazugegeben direkt oder hat das einfach nur geheilt? Oh, lol, das macht alles instant. Oh, shit. Also, die ziehen schnell mit dem Schwierigkeitsgrad an. Scheint auch nichts an Währung zu verlieren. Zumindest ist mir das jetzt noch nicht aufgefallen. Ich achte da halt nie drauf. Ein hübsches Meisterwerk, dieser Soundtrack. Wow. Hätte mich das jetzt auch instant gemacht, ey. Ich wäre ausgerastet. Alter, der Typ muss unbedingt lernen, wie man sich duckt, ey. Oh, na toll. Oh, das geht richtig gut los jetzt. Okay. Konzentration. Wir nehmen jetzt einfach mal weniger Schaden. Und gehen einfach mal ein bisschen langsamer dadurch, auch wenn es ein Jump'n'Run ist. Aber wir machen einfach... Scheiße!